So, Leute. Was geht ab? Okay, ich weiß nicht genau, ob das jetzt funktioniert, aber Instagram hat mir gesagt, ihr könnt jetzt so Abzeichen haben. Yes. Liebe Grüße, Keenem Singer. Ja, wir haben gerade auf jeden Fall über das Album geredet und ich kann euch nur sagen, wir haben da so viel Zeit und Liebe reingesteckt. Letztes Jahr im Sommer waren wir zum Beispiel einen Monat lang auf Mallorca, haben uns dort eine fette Villa gemietet und haben dort einfach jeden Tag Musik gemacht. Jeden Tag. Damals konnte man noch Konzerte spielen und ich bin dann immer wieder mal kurz nach Deutschland geflogen, um da die Konzerte zu spielen und euch zu treffen, was echt geil war. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass wir wirklich die ganze Zeit im Studio sind, nur im Studio. Ich kenne das gar nicht mehr, auf der Bühne zu stehen. Gestern war ich das erste Mal nach so einer langen Zeit endlich wieder. Oha, wie viele Leute hier ein Abzeichen kaufen. What the fuck? Okay, jeder, der sich hier ein Abzeichen kauft, das bedeutet, dass ich dann sozusagen eure Nachrichten immer als erstes sehe, wenn ihr schreibt, sozusagen. Ja, auf jeden Fall war ich gestern das erste Mal wieder auf der Bühne nach so einer langen Zeit und das war, boah, wie soll ich euch das sagen? Das war echt crazy, so das Gefühl. Ich war auch voll aufgeregt, weil ich so lange nicht mehr live im Fernsehen sozusagen gesungen habe. Ich war bei Motrip bei meinem Brudi. Ich bin hier gerade in Duisburg im Studio und hier habe ich ihn auch das erste Mal kennengelernt. Und wir haben auf jeden Fall eine coole Show gemacht. Deep und deutlich heißt es. Und vielleicht kennen es schon einige von euch. Ich denke, in den nächsten paar Monaten wird das ausgestrahlt im NDR. Und es ist auf jeden Fall mega, mega krass. Geiles Album. Vielen Dank, Sven. Hast du einen Laberkeks gegessen? Ja, Leute. So einen heftigen Laberkeks gegessen. Ich wollte mich nur mal melden und so fragen, wie ihr das Album findet. Fragen, ob ihr alle gesund seid. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und seid nicht an Corona oder so erkrankt. Ich hoffe, ihr seid überhaupt nicht erkrankt. Gefühlt ganz Team Singer kauft sich ein Abzeichen. What the fuck, was ist los mit euch? Svenja, vielen Dank. Mike, my Bro, vielen Dank. Kira, vielen, vielen Dank. Oha. Maren Reus, danke für die ganzen Abzeichen. Kann ich wenigstens Gast. Gast kann ich jetzt gerade nicht machen, aber ich kann auf jeden Fall morgen Abend oder so wieder online kommen und ein bisschen länger telefonieren. Aber wir sind hier gerade im Studio. Ich wollte mich nur mal kurz melden und Trust in me, du kannst öfters live gehen. Natürlich kann ich öfters live gehen. In letzter Zeit war nur übertrieben viel mit DSDS und wir haben die Videos gedreht, die Songs fertig gemacht fürs Album für euch. Und deswegen war das ein bisschen schwierig, jetzt öfters live zu gehen. Stolze Mama, danke für, dass du dir ein Abzeichen geholt hast. Krass, 150 Leute haben sich schon ein Abzeichen geholt. Ihr seid crazy. Mein Corona-Test ist negativ. Perfekt. Ist doch gut. Leute, ich habe vollen Schock gehabt, als ich herausgefunden habe, dass ich Corona habe. So. Damit rechnet man ja nicht. Wisst ihr so, ich war krank und habe irgendwie so das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht normal. Das ist irgendwie ein bisschen zu krass. Ich habe keinen Geschmack gehabt, keinen Geruch. Zum Arzt und Corona. Ja. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich das irgendwann mal habe. So. Ich denke, wenn man nicht so krass in Kontakt damit kommt und keiner von der Familie, keiner von den Freunden das hat, dann checkt man das nicht so richtig. Aber dann habe ich es selber gehabt. Obwohl ich mich immer an alle Regeln gehalten habe, muss ich echt dazu sagen. Zum Beispiel bei Masked Singer, als ich da war, habe ich alle Regeln eingehalten. So. Ich habe eigentlich zu niemandem Kontakt gehabt. Ich habe immer so ein Plexiglas vor mir gehabt, wenn ich mit dem Vocal Coach zum Beispiel gesungen habe. Und trotzdem bin ich infiziert gewesen. Das ist echt crazy. Kannst du mal Fans über Insta anrufen? Kann ich auf jeden Fall machen. Safe. Man sieht jetzt nur noch die Kommis, die sich das gekauft haben. Ja, das ist halt ein Vorteil. Aber ich finde es ganz geil, weil dadurch können jetzt mal auch die Leute, die unbedingt eine Frage haben oder sowas, wirklich gesehen werden, weil hier sind einfach so viele Nachrichten jedes Mal. Manchmal kommt man gar nicht hinterher. Marie Lochmann, was geht ab? Liebe Grüße. Chantal, was geht ab? Sunshine of Mike, liebe Grüße. Warum bist du so süß? Leute, ich bin einfach nur ich. Wie geht's dir so? Mir geht's echt gerade ganz gut. Ich vermisse mein Zuhause ein bisschen. Die Nala, meine Katze. Und ja, aber sonst geht's mir echt gut. Wir machen geile Sachen gerade. Wir haben auf Paranoid schon echt
viel geiles, positives Feedback bekommen. Also ich hatte niemals damit gerechnet, dass ihr das Album so krass feiert. Also ich habe ja das Album selber schon so oft gehört. Bestimmt schon jeden Song 100 Mal oder was weiß ich was. Und ich finde es einfach geil, dass ihr es so feiert. Vielen, vielen Dank dafür. Nussbaume, guten Abend. Guten Abend zurück. Boah, krass. 200 Abzeichen schon. Ihr seid doch crazy. Vielen Dank an alle, die sich hier so ein Abzeichen holen. So, Larina mit Abzeichen schreibt, das glaube ich dir, das freut mich. Ich finde das schön zu hören, dass es dir gut geht. Vielen, vielen Dank, Larina. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Drama Boy Mike, was geht ab? Liebe Grüße. Ja, wir machen gerade keine Musik, weil wir kurz eine Pause machen. Wir sind schon den ganzen Tag am Musik machen. Ich war heute Morgen noch in Hamburg und um direkt weiterzumachen, ich kann einfach keine Pause machen, Leute. Keine Ahnung. Polly Pocket hat ein Abzeichen und schreibt, immer schlimmer ist mein Favorite. Immer schlimmer ist auch mein Lieblingssong. Immer schlimmer ist irgendwie so emotional und die Story und alles andere einfach wunderschön. Ich hätte voll gerne noch ein Video dazu gemacht. Aber das wollte ich euch unbedingt erzählen. Wir wollten ja eigentlich alle Videos in Amerika drehen. Wieder in Los Angeles oder New York oder was weiß ich was. Aber durch Corona war das ihr seid crazy, wirklich. In Berlin zu drehen, so, ich liebe Berlin, ich bin voll gerne in Berlin. Ich habe ja wirklich schon viel dort gedreht. Spotlight habe ich in Berlin gedreht zum Beispiel. Der Lehrer habe ich in Köln gedreht, ja. Aber Berlin ist zum Mucke machen auch ganz geil. Aber ja, ich bin gerade in diesen Zeiten sehr gerne mit meiner Familie und vor allem mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder. Und ich glaube, dass es mit den Serien gerade auch ein bisschen schwierig ist, so, weil man einfach so viel Kontakt hat. Und ja, da muss man einfach ein bisschen Abstand einhalten. Und ich habe da echt ein bisschen Angst vor, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ich bin nur mit den Leuten, bei denen ich weiß, dass sie gesund sind. Und hier im Studio werden zum Beispiel auch alle getestet. Ich wurde gestern erst wieder getestet, zum Glück negativ. Und ja. Bist du mal wieder bei Spotlight? You never know. Also, wenn ich mal wieder bei Spotlight bin, dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Ich hätte auf jeden Fall Bock, so eine Luke-Comeback-Rolle zu spielen, so für einen Tag oder sowas. Die Schule zu besuchen und sowas. Da hat sich ja auch viel verändert. Okay, Leute, ich denke, wir machen jetzt mal weiter. Vielen, vielen Dank an alle, die sich so ein Abzeichen geholt haben. 250 Leute, crazy. Ihr seid auf jeden Fall die allerbesten. Passt auf euch auf und ich komme die Tage auf jeden Fall wieder live. Morgen Abend oder so. Streamt weiterhin Paranoid. Nicht vergessen. Peace.